willkommen bei sound.de und heute geht es um die neue ZXS-Reihe von Hyphonix und was die echt gut macht, das zeige ich euch jetzt im Video, also viel Spaß! Die schon lange im K-Audio-Bereich dabei sind, die kennen Hyphonix noch mit diesen riesen langen Endstufen, Colossus, Maximus, hier sind ein paar Bilder davon. Also die Dinger waren riesengroß und auch die Zeus-Serie war immer sehr, sehr groß. Und aus der Zeus-Serie hat Hyphonix jetzt eine Schrumpfungskur vorgenommen und hier die ZXS-Serie auf den Markt gebracht, die extrem kompakt ist, richtig viel Leistung macht und auch noch richtig tolle Features an Bord hat. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So klein ist die Endstufe. Da haben wir das gute Stück. Also sieht wirklich richtig edel aus, hat eine sehr, sehr gute Verarbeitung, wie ich finde, und hat richtig tolle Features mit an Bord. Ich blende euch mal hier ein, auch in der Nahaufnahme. Und dann gehen wir die gerade mal durch, bevor wir an die reinen Leistungsdaten kommen, weil die Endstufe könnt ihr wirklich in ganz, ganz vielen, auch sehr modernen Fahrzeugen einsetzen, weil wir haben hier einen High-Level-Eingang mit drin. Und der hat die sogenannte EPS-Schaltung mit dabei. Das ist hier dieser Button hier. Und damit könnt ihr quasi dem Audiosystem bei euch im Fahrzeug vorgaukeln, dass alles so ist wie normal und dass keine Endstufe hinten dran hängt. Weil es gibt durchaus relativ viele Fahrzeuge der modernen Art, die schmeißen einen Fehler in den CAN-Bus bzw. das Radio läuft ihnen einen Fehler, wenn das Radio erkennt, dass an den Lautsprecherleitungen in Anführungszeichen manipuliert wurde, in der Form, dass ihr den High-Level-Eingang von einer Endstufe verwendet. Mit dieser EPS-Schaltung wird das verhindert und ihr könnt die Endstufe ganz normal bei euch im Fahrzeug verbauen. Dazu ist dieser High-Low-Wandler, der hier eingebaut ist, auch von der Qualität sehr groß. Das heißt, auch im Tiefbassbereich und im Hochtonbereich habt ihr diese Dynamik und den großen Frequenzgang mit an Bord. Also wirklich eine tolle Sache. Jetzt ist die ZXS hier die 900-1 und das ist ein Monoblock. Wir haben auch noch aus der ZXS-Reihe eine 2-Kanal- und eine 4-Kanal-Endstufe. Die machen 2x150 bzw. 4x115 Watt und die Endstufe hier, die macht bis zu 900 Watt RMS an 1 Ohm, 600 Watt RMS an 2 Ohm und hier steht es auch 325 Watt an 4 Ohm. Also mehr als genug Leistung für die allermeisten Subwoofer, die es so auf dem Markt gibt. Zumindest auf die normalen, die in Fahrzeugen verbaut werden, mal die ganz extremen SPL-Prügel mal ausgenommen. Aber damit könnt ihr quasi jeden Woofer antreiben. Und mit an Bord haben wir auch, habe ich noch gar nicht gezeigt, und zwar ein Kabel, ein Sicherungshalter, eine Pegelfernbedienung und ein bisschen Werkzeug. Gehen wir es mal durch. Schauen wir uns mal an, was das hier für ein Kabel ist. Weil der eine oder andere hat es wahrscheinlich schon gesehen, nämlich am Audio-Eingang haben wir hier kein Cinch-Eingang, sondern hier so einen Stecker. Und das ist dieser Kamerad. Das heißt, wir haben einmal, hier zur Seite, wir haben einmal diesen Stecker, um das Ganze per Cinch anzusteuern, also auch auf diesen Molex-Stecker hier. Und wir haben den hier, da habe ich es hier neben hingelegt, diesen Stecker. Und da haben wir dann diese EPS-Schaltung hier in dem Schrumpfschlauch mit drin. Und hier greift ihr dann euer Signal ab von eurem Autoradio-Ausgang. Das heißt, hier kommen eure Lautsprecherkabel dran. Der kommt in die Endstufe und dann geht es auf der anderen Seite hier mit dem Kabel zum Subwoofer weiter. Wir haben hier Stromaufnahmen von ungefähr 20 Quadrat, die hier reingehen. Das ist eine Class D-Endstufe, die ist extrem wirkungsgradstark. Wir reden hier von Wirkungsgraden über 90%. Das heißt, nur 10% gehen in Wärme über. Das ist schon ein sehr, sehr toller Wert. Mit dabei sind dann auch die entsprechenden Kabel. Und da hat Hyphonix eine sehr coole Sache gemacht. Nämlich hier diese Pegelfernbedienung hat einen Klinkenstecker hier auf der Seite. Das heißt,
Den könnt ihr einfach hier zusammenstecken und habt dann hier nochmal eine Verlängerung. Und das macht es bei der Installation wirklich super einfach. Das heißt, wenn ihr alles fertig durchgezogen habt, wird einfach nur noch dieses Kabel hier zusammengesteckt. Ja, mit den Führungsnasen an den Pfeilen hier. Und dann kommt der andere Klinkenanschluss hier an die Endstufe. Und schon seid ihr fertig mit der Installation von eurer Pegelfernbedienung. Mit dabei auch sinnvolle Features wie den Subsonic-Filter, dass ihr einfach die ganz tiefen Frequenzen von eurem Woofer entfernen könnt, die den Woofer nur unnötigerweise mechanisch belasten. Wir haben auch mit an Bord den obligatorischen Bassboost, wir haben den Levelregler mit an Bord und wir haben einen Low-Pass-Filter von 50 bis 250 Hertz. Hyphonix ZXS 900-1 als Monoblock, es gibt dann noch die ZXS 550-2 als Zweikanal und es gibt eine entsprechende Vierkanal-Endstufe. Unten bitte in die Videobeschreibung mal reinschauen, da haben wir euch alle drei Varianten verlinkt. Wenn ihr Fragen zum Anschluss oder generell zu den Hyphonix-Verstärkern habt, auch gerne in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail an support@sound.de und da können wir euch sehr gut weiterhelfen. Es gibt auch richtig schöne Hyphonix ZXS Woofer und da machen wir euch gerne ein Paketangebot aus ZXS-Endstufe mit dem passenden Woofer oder mit dem passenden Hyphonix Lautsprecher für euer Fahrzeug mit dem Einbauzubehör. Alles in einem Paket fix und fertig zu euch geliefert nach Hause. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt und viel Spaß noch hier auf dem Kanal. Macht's gut und ciao, ciao.